Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Hui, da fliegt schon das Ass der Schwerter. Ich schaue mal weiter, was wir noch sehen dürfen, was für deine Woche wichtig werden könnte. Okay, durch Erkenntnis wird sich etwas totlaufen und du stehst dir selber im Weg. Okay, verdächtig viele Schwerter bei dir mit drin, lieber Widder. Wir haben mit dem Ass der Schwerter immer so eine Chancenkarte. Hier ist ganz viel Chance auf Erkenntnis. Und hier ist ganz viel Chance auf Wahrheit. Häufig ist es auch so, kreative Gedanken können damit einhergehen. Das ist so eine ganz, ganz starke Luftenergie. Vielleicht auch etwas kühl, vielleicht auch so, dass man sich nicht so ganz wohl fühlt. Ich würde mal fast sagen, so eisige Kälte der Erkenntnis. Dass man wirklich irgendwann eines Tages aufsteht und denkt, Mensch, das ist aber ganz anders, als ich mir das gedacht habe. Und irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Es fühlt sich unbequem an, kühl, anstrengend. Die Wahrheit an sich wirkt hier sehr kühl, aber tatsächlich scheint es wichtig zu sein. Das Ding ist, was ich hier habe, ist tatsächlich der Tod. Und der Tod zeigt an, dass sich dadurch, durch diese Erkenntnis, durch diese Wahrheit etwas totläuft. Und das Gute ist aber bei dem Tod, er schafft immer Platz für was Neues. Na, wie du dann diese Leere füllst, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber häufig ist der Tod wichtig, weil dann wieder etwas Besseres im Leben Platz finden kann. Der Tod reitet zum Beispiel hier von Tod Richtung Leben und hier im Hintergrund geht schon wieder die Sonne auf. Ja, von daher musst du mal schauen. Es kann sein, dass es sich hier um Glaubenssätze handelt, vielleicht auch um so individuelle Wahrheiten, vielleicht auch so Familiengeheimnisse, die nicht so richtig hochkommen und die jetzt plötzlich aufgedeckt werden. Und das fühlt sich nicht gut an. Ja, das einmal an dieser Stelle. Das Ding ist, du bist hier in dieser Woche, du kannst noch nicht die komplette Wahrheit fühlen, aber du kannst schon reinfühlen. Das einmal an dieser Stelle. Mit den Acht der Schwertern haben wir hier nochmal so eine Energie, du stehst dir noch selber im Weg und es ist auch so ein bisschen dieses. Ja, du kannst es noch nicht, du kannst das ganze Bild noch nicht vollständig betrachten. Deswegen gönn dir ruhig ein bisschen Zeit. Ich glaube, die vollständige Wahrheit wird zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Aber diese Transformation kannst du bereits fühlen. Versuch da ein bisschen geduldig zu sein. Hört sich immer leichter an als gesagt, ne? Aber es wirkt hier so, als ob hier schon die ersten Erkenntnisse kommen, die dich dann aber leider auch ein bisschen verwirren. Ja, von daher nimm das erstmal so hin. Die Transformation hat begonnen und wie es letztendlich ausgehen wird, das steht auf dem anderen Blatt. Scheint wirklich etwas zu sein, das schaffen wir nicht in dieser Woche abzuarbeiten, sondern ist wahrscheinlich der Startschuss für einen Prozess. Ja, mach dir das ruhig bewusst, dass du dir selbst im Weg stehst, dass du das im Moment nicht auflösen kannst, dass dir irgendwie auch so ein bisschen die Hände gebunden sind. Das ist aber nicht schlimm. Das scheint zum Prozess dazu zu gehören. So, wir schauen jetzt nochmal, wie der besser durchkommt. Ein Geschenk vom Universum und ein Rat vom Universum. So, das Geschenk ist tatsächlich, dass du hier in einer Sicherheit bist. Es scheint ein entferntes Thema zu sein, vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, irgendwas aus der Kindheit. Du hast mittlerweile deine eigene Familie aufgebaut, deine eigenen Kinder, dein Mann und deine Kinder, deine Familie generell spenden dir hier sehr viel Sicherheit. Also es wirkt hier tatsächlich so, als ob du einen sehr guten Stand im Leben hast. Da ist alles schön fundamental gesichert. Vielleicht ist da auch jemand, der für dich kämpfen wird und der auf dich aufpassen wird. Also wie gesagt, hier kann dir eigentlich nichts passieren. Dieser Schwebezustand, ja, fühlt sich doof an, aber er ist nicht so dramatisch, weil du bist hier eigentlich auf, deine Füße haben festen Grund. Also du bist hier wirklich sehr schön geerdet. Ja, das ist so ein bisschen das Geschenk, was du zusätzlich bekommst vom Universum. Jetzt gucken wir auf den Rat. Okay, lass es zu dir kommen. Lass es zu dir kommen. Du brauchst gar nicht so viel machen. Das finde ich eigentlich immer sehr schön. Entschuldigung, ein Bäuerchen. Oh Gott. Wir haben hier bei dieser Kartenlegung, du musst gar nicht so viel machen. Das ist was, was ich selten sage, weil die Karten häufig dazu einladen, etwas zu verändern, etwas anzugehen. Bei dir würde ich tatsächlich sagen, du brauchst hier gar nichts machen. Lass es auf dich zukommen. Hab davor keine Angst. Es scheint wichtig zu sein. Es scheint vielleicht auch überfällig zu sein, diese Wahrheit. Aber im Grunde genommen brauchst du es nur zu dir kommen zu lassen. Auch Hilfe und Unterstützung und Sicherheit wird von alleine zu dir kommen. Oder du hast sie bereits im Rücken
Und da gibt es nichts, also du wirst nicht fallen ohne Netz. Ja, das kann ich dir an dieser Stelle sagen, sondern hier sind wirklich ganz, ganz viele Leute, die vereint dich unterstützen werden und die auf dich aufpassen werden. Von daher brauchst du da gar nichts tun, gar nichts machen. Aufmerksam sein, damit du natürlich diesen Prozess nicht verpasst. Es ist immer besser, wenn man diese Prozesse bewusst wahrnimmt, weil man dadurch einfach auch merkt, oh, ich wachse gerade, ne? Auch wenn es sich unangenehm anfühlt. Aber generell sind es tatsächlich, ich würde fast behaupten, es sind die besten Voraussetzungen für sowas. Ja, das einmal an dieser Stelle. So. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche immer zeitnah zu antworten. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das Video liked und vielleicht teilt für jemanden, den das betrifft und der den Kanal noch nicht kennt. Und ja, meine Lieben. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Kraft für diese Woche. Nutzt die Unterstützung, die ihr eh schon im Rücken habt und bis zum nächsten Mal.